Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau hat vorgezogene Parlamentswahlen für den 20. September angekündigt. Mit Blick auf verbesserte wirtschaftliche Aussichten und weltweit führende Corona-Impfzahlen kann der Regierungschef darauf hoffen, seine Mehrheit zurückzugewinnen, die ihm die Wähler 2019 verweigert hatten. Die Kanadier sollen entscheiden, wie wir den Kampf gegen Covid-19 zu Ende bringen wollen. Das betrifft die Impfungen und auch die Unterstützung der Bevölkerung, die wir bis zum Ende der Krise brauchen werden. In den vergangenen 2 Jahren war Trudeau mit seiner Regierung auf die Unterstützung der Opposition angewiesen, vor allem auf die der neuen Demokraten, auch bei den Corona-bedingten Staatsausgaben. Diese Zusammenarbeit ist jüngst schwieriger geworden. Die Opposition hat Trudeaus Liberalen nun vorgeworfen, mit der Neuwahl in Zeiten der Pandemie politischen Opportunismus zu betreiben.